Ich bin Maria Kaiser, bin 87 Jahre. Wir sind 1965 hier ausgezogen in Hasenbergl, wo wir praktisch 10 Jahre schon gewartet haben, dass wir endlich vom Wohnungsamt eine Wohnung kriegen. Wir haben dann in der Zwischenzeit eine Hausmeisterei genommen und so war ich bei den Kindern und habe halt mitgearbeitet in dem Fall. Mein Mann war in der BMW, der hat zu Fuß in die Arbeit gehen können. Und so war das ganz gut. Und wie gesagt, aber wir haben halt nachher. Und der Dendl hat halt dann Probleme gekriegt, weil wir im Februar 65 da rausgezogen sind. Und die Klasse war praktisch. Die anderen Leute sind alle schon eingezogen im Dezember, Januar und wir erst im Februar. Durch die Hausmeisterei konnten wir nicht so schnell weg. Und jetzt haben wir halt dann praktisch, ist Dernl in eine Klasse reingekommen, die sich alle schon kannten und sie war halt neu. Und das hat scheinbar sehr seelisch Probleme gekriegt. Gell? Und da hat sie mal Bauchweh gehabt. Mir ist dann aufgefallen, dass sie praktisch Bauchweh immer am Abend hat sie mir gesagt. Habe ich gesagt, Gabriele, den ganzen Tag hast du nichts gesagt vom Bauchweh. Und jetzt hast du auf einmal Bauchweh. Ja, und dann habe ich gesagt, ich bringe dir Wärmflaschen, nachher geht's schon wieder. Bin halt nachher von einem Arzt zum anderen gegangen und keiner hat mir richtig sagen können, was das mit dem Kind ist. Und dann bin ich ins Harnisch hinein mit ihr und habe gesagt, also sie hat halt immer wieder Bauchweh und dann haben sie die gut untersucht, alles gründlich und dann haben sie gesagt, das ist jetzt rein nervöses Bauchweh. Nachher habe ich gesagt, ja, dann gehe ich mal zu der Lehrerin, ob sie nicht die Kinder was aufschreiben kann, weil sie immer wieder mal sagt, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Und dann sagt die Lehrerin, ja, die Gabriele hat nie was vergessen. So quasi. Nachher sage ich, das sagen Sie. Meine Buben sind im Gymnasium, die müssen sie auch alles aufschreiben, was sie aufhaben. Gell? Und das ist doch nachher für die Kleinen noch wichtiger. Ja, auf alle Fälle ist die dann schon auf mich eingegangen und hat dann das gemacht, dass sie ein bisschen notiert haben, was sie aufhaben. Und es ist besser geworden. Gell? Aber wie gesagt, wir waren halt dann froh, dass wir überhaupt eine größere Wohnung gekriegt haben, weil wir haben damals nur 2 Zimmer und eine Küche gehabt. Gell? Wir haben heute halt im Wohnzimmer geschlafen und damit die Kinder am Abend ins Bett gehen können und ausgeruht sind. Gell? Aber mein Gott, 10 Jahre haben wir es dann geschafft und dann haben wir endlich die Wohnung gekriegt. Da waren wir natürlich froh. Gell? Aber die Buben haben natürlich kein Problem gehabt, weil die schon 15 und 13 waren. Und die sind in der gleichen Schule im Gymnasium geblieben. Die sind mit dem Radl da reingefahren. Und damals hat es halt keine Trambahn noch nicht gegeben. Gell, da draußen. Da waren wir in der Belgradstraße. Da ist der Scheidplatz eingeweiht worden. Der Thomas Wimmer hat da das Bänzel durchgeschnitten. Und da waren meine Kinder noch klein im Verhältnis. Gell. Aber wie gesagt, dann haben wir noch die Trambahn vom Haus vorbeifahren sehen, bis nachher praktisch bis zum Harthof ausgegangen ist. Und so haben wir dann praktisch, das ist noch nicht ganz runtergegangen bis zum Ende, das ist erst später, aber dann ist Gabriele, die ist dann ins Gymnasium mit der Trambahn gefahren. Aber die Buben, die sind weiter mit dem Radl gefahren. Nur im Winter, wenn es gar nicht anders gegangen ist, dann sind sie mit der Trambahn gefahren. Gell? Aber wie gesagt, so haben wir jetzt seit 50 Jahren da draußen
Die Kinder sind natürlich ausgeflogen, weil der Älteste ist 65 und der Zweite ist 63 und Gabriele ist jetzt 59. Und so haben wir es ganz gut ausgehalten am Hasenbergl. Und heute sagen wir oft, ah, das ist ja schön da draußen. Ja, heute ist alles mit Bäumen, die sind groß geworden. Damals war alles kahl. Und. Aber auf dem Viertel da drunten, da hat sie sich schon aufsitzen müssen. Gell. Damals ist das eingeweiht worden, da waren wir schon da. Gell. Ja, so haben wir es eigentlich ganz gut. Und wir haben Nachbarn gekriegt, die waren in dem Block, wo wir das Hausmeister waren, vis-à-vis direkt sind wir Nachbarn geworden. Das ist auch noch, dass man die Nachbarn gleich gekannt hat. Schon 10 Jahre. Gell? Ja, oder? So war halt unser Werdegang.